Und herzlich willkommen im Keller. Es ist schon wieder Zeit für ein Dankeschön-Videöchen. Denn ich habe schon wieder ein Paketlein bekommen. Hier schön mit Panzertape. Hervorragend zugeklebt. In schönem Olivenpanzertape sogar. Und ja, mal wieder hat es jemand maßlos übertrieben. Das soll ja vorkommen. Ich hatte schon gedacht, ich könnte mich ja mal eigentlich dran gewöhnen, aber ne. Kein Gewöhnungseffekt feststellbar, wirklich nicht. Ja, legen wir doch mal los. Ich habe ausnahmsweise, das ist der Vorteil, wenn man nicht immer nur Unboxing Dankeschön-Videos macht, sondern vorbereitete Dankeschön-Videos, weil ich muss ja immer erst alles auspacken, was ich kriege. Ne? Ich kann ja nicht warten, bis die Kamera läuft oder sonst wie, sondern ich muss da ja sofort reingucken. Ich falle da dann immer so gollumartig drüber her. Ah! Und dementsprechend habe ich da ja schon gesehen, was drin ist, wenn ich dann auf die Idee komme, dass ich da jetzt ein entsprechendes Video zu drehe. So, und diesmal war es so, dass ich das dringende Bedürfnis hatte, rauszugehen und da was anderes zu drehen und zeitgleich die Gelegenheit genutzt habe, dann zwei der Dinge, die hier drin sind, gleich mal auszuprobieren. Was gut ist, weil wenn man die einfach nur so in die Kamera hält, macht nicht so viel Sinn. Also für die Geneigten, diejenigen, die dieses Video jetzt gucken, weil sie vielleicht denken könnten, dass sie das eine oder andere interessante Stück Ausrüstung vielleicht zu sehen bekommen. Gedacht sind diese Dankeschön-Videos ja immer nur für denjenigen, der mir was geschenkt hat und ich mich dann eben im hochoffiziellen Maß dann ausführlich bedanken möchte, weil ich begeistert bin, auch dieses Mal wieder. Und das ist ja der Hintergrund des Ganzen, sollte man vielleicht noch mal hin und wieder dazu sagen, bevor dann wieder jemand der Meinung ist, das sei sinnlos, was ich hier mache. Ja, das ist ja auch nicht für dich, sondern für denjenigen, der mir was geschenkt hat. Ne? Und da ich jetzt da nicht unbedingt ein privates Video zu dem Zwecke nur für die eine Person da unbedingt drehen möchte und auch nicht muss, wozu denn, gibt es das halt quasi öffentlich wie alles andere auch. Und wer es interessiert, der kann es sich halt angucken und wenn nicht, dann nicht. Eben lege ich mal los. Und zwar, fangen wir mal mit dem Unspektakulären an. Also trotzdem immer brauchbar, immer gut sind Trekkingkekse. Ja, dann habe ich hier einen schönen Feuerteufel-Set bekommen. Nämlich 4 Kistchen Trioxan. Und das ist auch super, kann ich hervorragend brauchen und ich weiß inzwischen auch wofür. Denn es ist ja so, dass ich ja hin und wieder mal, wenn ich wirklich nur mal spontan irgendwo hin möchte, ne, also unterwegs zu irgendeinem bestimmten Ziel, dass ich dann gerne auch mal unterwegs eine kleine Übernachtung einplane. Oder ich fahre auch über Nacht mal gerne mit der Bahn oder irgendwie sonst wie und muss dann zum Zwecke, um da endlich mal dann irgendwie vernünftig anzukommen, auch zwischendrin theoretisch an dem Bahnhof pennen. Jetzt penne ich natürlich nicht an dem Bahnhof, macht ja keinen Sinn für mich, sondern ich gehe ins nächste Gebüsch, beziehungsweise latsch halt kurz aus dem Ort raus und verschwinde in der nächsten nennenswerten Baumgruppe. So, und bei solchen, ja, ortsnahen Übernachtungen, da möchte ich dann ungern auffallen. Teilweise möchte ich aber trotzdem gerne noch ein bisschen was Warmes zu essen haben. So, und dann haben wir den Punkt erreicht, wo ich Trioxan einen sehr interessanten Brennstoff finde, weil das ja mit mehr oder weniger lichtloser Flamme verbrennt. Also die sieht man überhaupt nicht weit weg. Ich habe das jetzt auch noch neulich mal noch ausprobiert, allerdings ohne Kamera, mal einen Brocken davon angezündet, bin einfach mal ein bisschen weggelaufen und wollte mal gucken, also im Dunkeln wohlgemerkt, und wollte einfach mal gucken, wie weit sieht man denn das. Und habe das dann mal zum Vergleich mit stinknormalem stinknormaler Flamme eben entsprechend ausprobiert vom Feuerle. Und habe festgestellt, ja, also das ist schon wirklich ein elementarer Unterschied, wenn du mit Trioxan am Heizen bist und dich nicht völlig dämlich verhältst, dann kannst du kaum aufgeklärt werden, um mal aus der Militärsprache das eben entsprechend zu sprechen. Und ich denke, gerade für solche Situationen, wenn ich dann so kleine ortsnahe Notübernachtungen mache, die im Übrigen immer noch legal sind, und dann der Meinung bin, mir noch was kochen zu wollen,
Oder wenn wir das mal zu zweit machen, weil dann braucht man immer morgens ein wenig Hitzeerzeugung, weil ich bin zwar kein Kaffee- und Heißgetränktrinker, meine Evelyn allerdings schon und dementsprechend muss dann da irgendwas her, womit man schnell mal eben eine Tasse heißes Wasser erzeugen kann, damit die ihren Kaffee kriegt, weil sonst habe ich auch keinen Spaß. Also das ist also durchaus eine überaus sinnvolle Sache hier mit dem guten Trioxan, das zu meinem restlichen Trioxan dazu kommt. Und da habe ich jetzt einen sehr schönen, sehr großen Vorrat und muss mir über Trioxan erstmal keine Gedanken mehr machen. Ja, vielen herzlichen Dank, das werden wir brauchen können. Ja, und da wir es gerade von Feuerchen hatten, ne? Wobei man Trioxan nicht unbedingt zum Grillen verwenden sollte, aber sehr genial. Und dann muss ich sagen, da habe ich auch schon selbst mit geliebäugelt, mit genau so einem Ding. Habe auch schon überlegt, das könntest du doch eigentlich, das könntest du doch brauchen. Leg dir doch sowas mal zu. Und dann hat er wieder das schlechte Gewissen gesagt, nein, der Keller ist doch schon so voll. Aber nein, er ist noch nicht voll genug, offensichtlich. Nein, aber da freue ich mich sehr drüber. Das hier ist ein Miniatur-Wäscheständer. Das heißt, man kann dann super seine Socken. Natürlich nicht. Das ist ein Grillrost, wie jeder zweifellos erkennt, der auch nur ansatzweise schon mal was gegrillt hat. Und das ist ganz, ganz toll. Also da freue ich mich wirklich sehr drüber. Dazu eine kleine Anekdote. Wir waren ja im Harz, ne? Und im Harz hatten wir ein total legales Feuerchen, wohlgemerkt auf Kies, mit 0, überhaupt gar keiner Gefahr, dass da irgendwas schief gehen kann, an einem See gemacht, um uns da Würstchen zu grillen, weil meine Evelyn ja aus der Schweiz kommt und die haben da einfach wursttechnisch, kannst du die Schweiz in die Tonne kloppen, ja, also was Grillwürste angeht zumindest mal. Ja, die haben tolle Schinken und lecker Käse und generell sehr viel tolles Essen, aber Würste kannst du in die Tonne kloppen. So, und dementsprechend haben wir eine Wurstverköstigung durchgeführt und uns halt die überm Stock am Feuer gemacht. Das ist natürlich auch cool, klar. Aber ich muss sagen, in Anbetracht dessen, dass es schon relativ spät war, der Abend schon etwas fortgeschritten, hätten wir im Grunde den Grillprozess gerne etwas beschleunigt und das wäre mit diesem Grill hier hervorragend möglich gewesen. War auch so ein sehr schöner Abend am besagten See. Aber ja, da wäre der super toll praktisch gewesen. Und wenn wir das nächste Mal so einen entsprechenden Grillabend unternehmen, dann nehmen wir den hier auch entsprechend mit und ich werde ihn auch ohne Frau durchaus zu verwenden wissen. Bin ich voll und ganz von überzeugt. Sehr, sehr cool. Doch, 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 definitiv. Und man kann da ja auch einfach einen Topf draufstellen. Da spricht ja auch nichts dagegen, dass man einfach sagt, ich stelle da den Topf drauf, damit der Topf halt nicht direkt in der Glut drin steht. Weil das ist ja immer zur Wärmeübertragung suboptimal, dass der ein bisschen erhöht steht und die Flammen so schön an den Topf schlagen. Ist ja eigentlich rein von der Wärmeentwicklung her, von der Kochgeschwindigkeit erheblich besser, als wenn man den Topf einfach mitten ins Feuer reinstellt, mehr oder weniger. Dauert dann schon relativ lange, bis da entsprechend eben das Wasserchen kocht oder die Nudeln gar sind oder je nachdem, ne? Also das wird ganz was Tolles. Vielleicht für die Interessierten, was wiegt das? Wo haben wir denn meine unglaublich präzise Entschuldigung. Nee. Mein Husten wird langsam besser. Das heißt, es kommt da was hoch. Das ist zwar nicht appetitlich, aber ist eine gute Nachricht, ja? Und dementsprechend bin ich hin und wieder hier am Räuspern und habe Frösche im Hals. Ja, das wiegt so um die 250. Nee, mal 6 Sekunden. Also, Moment, ich muss da noch 20 Gramm abziehen. Ja, dann sind wir bei etwas über 300 Gramm. Etwas über 300 Gramm. Für wirklich ein super tolles, luxuriöses Luxusfeuer mit Luxus-Grill-Dingens und toller Gelegenheit, seine Würstchen dahin zu legen. Und vor allen Dingen Steak, weil Steak kannst du ja nicht einfach auf den Spieß spießen. Geht auch, aber da ist dann ein Grillrost schon definitiv eine schöne Sache. Und Steak, oh. Ja, also da freue ich mich auch wirklich tierisch. Gerade bei so Sachen, wo ich schon selber davor gestanden bin und gedacht habe, das ist natürlich dann besonders großartig, wenn man die dann doch plötzlich dann doch besitzt, ohne da was zu getan zu haben. Und da muss ich auch mein Konsumgewissen nicht belasten. Doch, also vielen lieben Dank. Das ist toll. Da profitieren ich und bessere Hälfte
sicherlich sehr von. Übrigens, wer sich jetzt wundert, dass ich sie plötzlich beim Namen nenne, ich habe eben die Erlaubnis erhalten. Dass dann in den kommenden Videos, die schon abgedreht sind, heißt sie noch E-Punkt. Aber gerade das ist jetzt ein ziemlich aktuell gedrehtes Video, deswegen die Reihenfolge ist dazu jetzt zurzeit ein bisschen durcheinander. Aber ich darf sie jetzt offiziell beim Namen nennen, beim Vornamen. Die liebe Evelyn. So, und dann habe ich hier noch einen tollen Brustgurt für Rucksäcke. Und der ist natürlich dahingehend interessant. Jetzt habe ich ihn leider gerade nicht da für meinen kleinen Bundeswehrrucksack. Der ist von der österreichischen, Great Britain. Great Britain Army ist der. Und ich vermute mal schwer, dass das so funktioniert, dass ich mir den hier entsprechend mit diesen Schlaufen quasi einfach an den ganz normalen, regulären Schulterträger ranmache. Und dann habe ich hier in der Mitte das da halt eben dann noch entsprechend hängen. Und kann dann da super reguliert, zusätzlich den Rucksack dann halt eben noch auf zum Beispiel der Höhe. Ich trage meinen Brustgurt gerne relativ weit oben. Wenn ich einen Brustgurt trage, was ich zwischendurch schon mal ganz gerne mache, dann würde ich ihn wahrscheinlich hier auch so ungefähr auf der Höhe tragen wollen. Und ja, den mache ich mir doch mal dran an den Rucksack. Ah! Ja, man sieht, dass der Original Militär Property ist. Der hat hier so ein schönes Aufnäherle, ne? Sternum Strap. Da gibt es, ich fall schon wieder ab, aber das ist bei Dankeschön-Videos egal. Da gibt es eine tolle Szene bei Asterix bei den Briten, vielleicht kennt ihr die. Da flüchten die Gallier über einen wunderbar nach 2000 Jahren intensiver Pflege jetzt ganz annehmbaren englischen Rasen. Und die Römer hinterher, brumm, die Gallier machen alles kaputt, genau. Und dann kommen die Römer zu Fuß angerannt und der Brite steht mit dem Speer auf dem Rasen und meint, well, well, mein Pinum ist solider als dein Sternum. Und ich habe lange rumgerätselt, was zum Geier ein Sternum bitteschön sein soll, und habe meinen Vater gefragt. Und der war auch, ehrlich gesagt, ein ganz kleines bisschen überfordert. Das soll was heißen, der wusste, also zumindest als ich noch jung war, wusste mein Vater grundsätzlich alles. Und hat sich dann irgendwann auf Brustbein mit sich selbst geeinigt. Ich habe seitdem nicht mehr nachgeguckt, würde ja potenziell durchaus hinkommen, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann uns jemand erleuchten, der da noch besserer Lateiner ist. Oder ich könnte es jetzt mal googeln. Gut, damals gab es noch kein Google. Ja, super. Freut mich. Jedes Update meines Rucksacks ist immer cool, dass euch dann teilweise wirklich noch was einfällt, was ich an meinen schon wirklich durchstrukturiert und durchgeupdateten kleinen Rucksack noch dranhängen kann. Das finde ich dann extrem cool. Heieieiei. Und noch cooler, muss ich sagen, fast schon mein persönliches Highlight in diesem Paket. Nicht, weil die anderen Sachen nicht auch toll sind, sondern weil ich das echt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass sowas existiert und das ganz, ganz, ganz genial finde, ist dieses Tütchen hier. Und zwar sind das Tarp-Clips. Wenn man seinen Tarp ausspannen möchte und an einer bestimmten Stelle dummerweise keine Öse ist, hilft der Clip. Auch als Wäscheklammer geht. Auch als Wäscheklammer gut. Ja, das glaube ich sofort. Also mit der Wäscheklammer. Und auch ansonsten. Also das ist mal wirklich was ganz, 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 ganz Tolles. Wirklich keinen Plan gehabt, dass sowas gibt. Wie funktioniert das? Das schaut so rum, so schaut das dann eben entsprechend aus. Und wenn man jetzt hier schraubt, dann geht das unten auf, seht ihr? Hier geht das entsprechend auf. Und jetzt klebt man das an irgendein Tarp. Oder an so einen Beutel. Und schraubt das entsprechend wieder zu. Tada! Dann hat man einen Beutel mit Öse. Dann kann man sich den Beutel irgendwo hinhängen. Toll, nicht?
nicht, dass das auch hier gegangen wäre, aber es geht ja nicht um den Beutel, sondern das funktioniert natürlich auch beim Tarp und das hebt echt bombensicher. Ich habe es auch schon ausprobiert. Ganz, ganz was Tolles. Aber gerade, ich bin ja da, was das angeht, wenn ich Zeit habe und Bock habe, dann bin ich ja so ein gewisser Tarp-Abspann-Perfektionist und ich kann das dann überhaupt nicht leiden, wenn mein Tarp irgendwo noch so eine blöde Falte drin hat. Was ja fast meistens der Fall ist, weil um das Ding wirklich absolut faltenfrei aufstellen zu können, braucht man fast meistens einen 100% ebenen Boden. Sobald das auch ein bisschen schräg ist, dann wird es schon wieder schwierig und man kriegt es dann teilweise noch raus, aber hiermit kein Problem. An der Stelle, wo die böse Falte ist, macht man sich halt noch eine zusätzliche Öse ran, spannt die noch zusätzlich ab und schwupp, die Falte ist verschwunden und dann passt plötzlich auf einmal alles. Und das Tolle ist, ich habe da sogar 2 von. Also da bin ich ganz, ganz begeistert. Und es gibt ja auch so Tabs, die schlicht und ergreifend einfach ein bisschen wenig Ösen aufweisen. Ich habe mir da zum Beispiel neulich mal zum Testen relativ günstiges gekauft, weil mein altes Tatonka-Tab, das ist jetzt wirklich uralt, das hat bestimmt 16 Jahre auf dem Buckel oder was, ist nicht mehr so ganz taufrisch. Ne? Also als Sonnensegel ist noch gut, für was anderes. Also es gibt hier so ein paar Stellen, wo da hin und wieder mal ein bisschen Wasser durchgeht. Könnte man zwar abkleben, aber dann geht an der nächsten Stelle das Wasser durch. Also es kommt jetzt in die Jahre. Man merkt es jetzt langsam. Und nur halb funktionierende Ausrüstung ist dann nicht mehr meins. Deswegen habe ich mir halt jetzt ein neues Tab zugelegt. Und wie der Zufall es will, hätte ich mir... Ja, das ist ein Tab. Vorsichtig ausgedrückt. Streng genommen ist es, ich gucke es nochmal nach, ich habe es aber extra für den Einspieler, der gleich kommt. Ja, es kommt gleich ein Einspieler. Das ist ein Dankeschön-Video mit Einspieler. Der Ben übertreibt es total. Also das ist ein Bashar. Ne? Das hat man vielleicht schon mal bei so einem anderen Benjamin gehört, aber auch diesen Gag, den gibt es gleich nochmal im Einspieler. Deswegen muss ich den jetzt nicht hier nochmal von Zukunfts-Ben-Position aus machen. Also ihr müsst wissen, der hier sitzt, das ist jetzt gerade der Zukunfts-Ben. Es ist so genau genommen sogar ein ziemlich aktueller Zukunfts-Ben, weil er plant, dieses Video heute Abend noch zu veröffentlichen. Er hat keine Uhr. Sonst wüsste er, ob das klappt oder nicht. Wenn nicht, dann seht ihr es morgen früh. Jedenfalls hat er hier einen Bashar. Und Bashar bedeutet nicht etwa British Army Shelter Sheet, wie ich das mal irgendwo mal gehört habe, sondern British Army Standard Hotel Accommodation. Wie cool klingt das denn? Aber das sage ich auch nochmal im Einspieler. Was ich jetzt allerdings nicht im Einspieler gesagt habe, ist, was das Ding wiegt. Und das würde mich jetzt doch mal interessieren. Ich schmeiße es mal auf meine ultimativ akkurate Waage hier. Aha, es wiegt also über 500 Gramm. Das dachte ich mir schon. Das macht aber nichts, weil ich habe ja noch eine zweite unglaublich akkurate Waage. Hier habe ich nämlich noch so einen tollen, aus dem Angelbedarf witzigerweise, gab es im Baumarkt, so eine Federwaage, die ist aber ziemlicher Schrott. Die zeigt nämlich gefühlt immer erst was an, wenn du irgendwas angehängt hast, was ein paar Kilo wiegt, weil hier ist das Ding jetzt plötzlich nur 250 Gramm leicht. Such den Fehler. Ja, nee, also diese Federwaage ist, glaube ich, die ist, glaube ich, ziemlich für den Eimer. Jetzt sind es auf einmal 500 Gramm. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen wackel, nein, es bleiben 500 Gramm. Und das kann nicht sein, weil zumindest einigermaßen präzise ist meine Briefwaage hier. Also, ha, Kilo, also roundabout ein Kilo hätte ich jetzt gesagt. So, jedenfalls sehr cool. Ich habe es leider nicht mehr ganz schön zusammengepackt bekommen, nach dem, was ich gleich damit treibe. Und an dieser Stelle dann jetzt der Einspieler hierzu. Außer kleiner Einspieler zum Danke-Video. Heute mal Danke-Video-Spezial mit kleinem Einspieler. Das da ist das British Army Shelter Sheet. Nein, ist so heißt das gar nicht. Bashar heißt das. Und das heißt, habe ich mir sagen lassen, steht beim entsprechenden Päckchen dabei, British Army Standard Hotel Accommodation. Ja, cool, nicht? Das ist ein Hotel. Ich finde das lustig.
Tolle Plane, gefällt mir unglaublich gut. Hocke schon einen halben Tag drunter gefühlt. Wirklich, wirklich super. Gerade mal eben so zum Rausgehen in den Wald, zum Filmen, wenn man sich nicht ganz sicher ist mit dem Wetter, ist das echt was Tolles, was man da aufhängen kann. Der Benjamin Clausen hat das ja früher immer gemacht. Macht er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft. Tut mir leid. Ne, ich will da gar nicht rumnörgeln. Darf ja jeder, selbstverständlich. Ne? Da werde ich auch immer Wert drauf legen, dass jeder auf dieser Plattform, ne, YouTube, machen darf, was er lustig ist. Ne? Dafür ist das ja da und das mache ich ja auch. Ist also alles vollkommen in Ordnung, aber man kann halt niemanden zwingen, sich das dann anzugucken. Und mir war zum Beispiel, als er unter solchen Dingern gesessen ist und da irgendwas zum Wald erzählt hat und irgendwelches tiefes Naturerleben da betrieben hat, das war mir persönlich, für mich, erheblich interessanter, als wie man einen Mango-Igel schnitzt. Ich mag nämlich keine Mango. So, jedenfalls, ganz tolles Teil. Also das war damals eine gute Empfehlung vom Herrn Klausner, dass diese Dinger wohl super sein sollen. Kann ich jetzt auch bestätigen. Jetzt gucken wir uns das nochmal ein bisschen an. Ich sag euch mal, was ich daran wirklich, wirklich ganz toll finde. Und selbstverständlich vielen herzlichen Dank eben für dieses Bascha darf man es nennen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolle Plan. Da werde ich noch ganz viel Spaß mit haben. Und jetzt gucken wir, wie gesagt, die noch ein bisschen an. Erstmal von innen. Es gibt hier so einen, ich vermute, silikonisierten Streifen. Ist ganz interessant. Der sollte also eigentlich auch ziemlich gut dicht dann sein, obwohl das da halt zusammengenäht ist. Das besteht also streng genommen, technisch gesehen, aus zwei verschiedenen Blättern Material. Und ist hier in der Mitte zusammengenäht und da hängt, ich weiß nicht, ob das jetzt die Innenseite ist, die ich mir nach innen abgespannt habe, oder die Außenseite, das müsst ihr mir dann sagen. Da hängt jedenfalls so eine Schlaufe, mit der man das Ganze jetzt nach hinten raus auch nochmal spannen könnte. Was nicht notwendig ist, weil ich habe es nach hinten raus schon gespannt, weil auf der anderen Seite gibt es auch nochmal so ein Zeug. Und das habe ich ehrlich gesagt bei allen Tabs, die ich bisher besitze, immer vermisst. So eine zentrale Mittelschlaufe, mit der man da einfach noch mehr Spannung drauf kriegt, damit das dann im Wind deutlich weniger sich bewegt, deutlich weniger raschelt und einfach insgesamt stabiler sitzt, wenn man es so als so eine Schrägwand entsprechend aufstellt. Ja, Aufbau war ansonsten mit Trekkingstock. Das Schöne ist, diese Ringe da oben, da passt die Trekkingstockspitze doch eigentlich ganz gut rein. Das habe ich auch schon bei vielen Tabs erlebt, dass das ein ziemliches Gefummel und eine ziemlich unsichere Geschichte ist, wenn man da mit der Stockspitze, das geht eigentlich nicht, dann muss man da mit der Stockspitze durch diese Schlaufe und das dann umständlich festknoten. Irgendwann hebt alles, das geht schon alles, kein Problem. Aber hier klappt es doch wirklich ganz gut, weil es kommt auf einen Millimeter an, den halt eben diese Ösen noch zusätzlich breiter sind, als das bei den meisten Tabs der Fall ist. Und dieser eine Millimeter, der ist hier gegeben, was den Aufbau einfach viel komfortabler und stressfreier macht. Aber jetzt gucken wir uns das wirklich an. Na, seht ihr, da kann man das schön sehen. Das reicht also da ganz gut durch. Und damit ist dann schon genügend überstehendes Material, dass das Spannen eine ganz gute Sache war. Und da sitzt auch eigentlich relativ fest, wenn man das mit ein bisschen Druck drauf drückt. Und dann kann man sich hier gerade noch ein Schnürchen dran machen und das Ganze nach sonst wo irgendwie abspannen. Und dann hebt das super. Was auch schon dran war, waren hier noch so zusätzliche Strippen. Auch super schön. Ja, kann man sich noch eine andere Schnur oder irgendwie eine andere Variante des Befestigens aussuchen. Dass das viel Varianten gibt, ist ja super. Super leicht braucht das Ding ja auch nicht sein. Ich schätze mal, das wiegt ungefähr ein Kilo. Ich habe es nicht gewogen. So, und jetzt kommt der interessante Rückteil. Nämlich, hier ist durchgehend so eine Schlaufe mit, warum auch immer, vier Handgriffen. Also ich weiß wirklich nicht, warum das Ding vier Handgriffe hat. Vermutlich, um es auch als Trage verwenden zu können für einen verletzten Kameraden oder irgendwie sowas. Was anderes fällt mir da nicht ein. Das ist übrigens ein Original British Army Pascha, also British Army Standard Hotel Accommodation oder irgendwie sowas. Also wirklich original, original und nicht irgendein Miltec-Nachbau oder sonst was. Also da bin ich sehr begeistert. Ich mag ja Original-Militärware auch einfach vom Feeling her viel lieber. Und die ist auch einfach nachhaltiger, so gebrauchte Sachen. Ich mag das. Jetzt hätte man es natürlich sicherlich, ne, hier hätte man zum Beispiel noch abspannen können, dann würde man auch die Falten rauskriegen. Und gerade mit diesen zusätzlichen Abspannpunkten, die ich mir nach hier hinten abgespannt habe, ist das halt super gut möglich, das Teil wirklich faltenfrei abzuspannen. Das finde ich auch ganz großartig, weil bei einer Plane dieses Formats, weiß nicht, wie viel das genau ist, auch so circa 2,50 Meter mal 2,30 Meter wahrscheinlich, irgendwie sowas um den Dreh. Gerade bei einer Plane dieses Formats
wäre das ohne diese zusätzlichen Punkte sehr schwierig, das wirklich faltenfrei hinzukriegen. Ich bin mir sicher, dass ich das kann, auch wenn ich es jetzt eben, wie gesagt, nicht getan habe. Es ging mir jetzt nur mal kurz zum Zeigen und zum den halben Tag eben drunter setzen. Also ganz tolles Teil. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Fühlt sich auch echt angenehm an. Sehr solide. Die Katze hat es auch gern gehabt. Katze hat sich schon drauf geräkelt. Kaum hatte ich es ausgepackt, kam Katze und hat sich draufgeschmissen und hatte eine Freude dran, auf diesem Ding hier rumzumarschieren und sich da entsprechend drin halber einzuwickeln und mau, mau, mau. Ja, also Katze approved. Und wenn Katze sagt, das ist gut, dann ist das auch gut und da ist auch reichlich Platz drunter und ich kann da super mein Geraffel mit meiner Elefantenhaut entsprechend aufbewahren. So, und an der Stelle soll es das für den kleinen Einspieler auch schon gewesen sein. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank eben für dieses Ding. Das ist ein ganz tolles Geschenk, da werde ich sehr viel Freude dran haben. Weiter im Keller. Ja, hier ist dann wieder der Zukunfts-Ben, Vergangenheits-Ben, der auf dem Acker saß, habt ihr jetzt gesehen. Und was dann noch dabei war, und dazu gibt es auch gleich einen kleinen Einspieler, ist dieses Teil. Hier muss ich jetzt aber vorher darauf hinweisen, dass man, wenn man nicht weiß, was das ist, denkt, das ist entweder ein Poncho oder ein Tarp. Sieht jetzt erstmal ein bisschen Poncho-artig aus. Und es hat Schlaufe. Hier hat es einen eingenähten Kordelzug hier, ne? Da kann man sehen, der hört da dann irgendwie auf und da ist dann nochmal hier das Ganze zusammengeknotet, das macht Sinn, sonst wird es ja da unter in dem Dingen verschwinden. Und wenn man da noch eine Weile sucht, findet man noch eine Schlaufe. Also ich wusste es auch zuerst nicht und habe dann, also ich habe erst sinnvollerweise das Teil ausgepackt und dann die Gebrauchsanweisung dazu gelesen. Wo fehlt sie denn? Ah, hab's gefunden. Original österreichisches Bundesheer Notbiwak. Wird zum Beispiel zwischen zwei Bäume gespannt und darunter gehockt. Okay, also bin ich in den Wald gegangen. Habe mir zum Beispiel zwei Bäume gesucht. Okay, ist wirklich nicht besonders schön aufgebaut, aber hat dann ungefähr gereicht. Und habe das einfach mal gemacht und wollte mal testen, was passiert. Was mir davor noch aufgefallen war, war diese interessante Konstruktion. Was ist das? Das ist ein Reißverschluss. Und interessanterweise hat dieser Reißverschluss außen nicht mal einen Nopsel, mit dem man den Reißverschluss bedienen kann. Da bin ich nämlich stutzig geworden. Weil wenn der außen keinen Nopsel hat, dann soll man den ja wohl von innen bedienen. Aber wozu zum Geier soll der gut sein? Soll man da einen Arm durchstrecken? Was für ein Poncho hat denn bitte eine Öffnung für einen Arm und keine für den Kopf? Das kann doch auch irgendwie nicht sein. Und da war ich dann weiterhin ziemlich skeptisch. Aber jetzt erstmal besagter Einspieler. Hossa, und hier wieder ein kleiner Einspieler aus dem Wald. Das hier ist also das mysteriöse Objekt, das ich hoffentlich gerade in meinem Keller ausgepackt habe. Also von euch, aus eurer Sicht gerade. So, aus meiner Sicht muss ich das noch machen. Macht aber nichts, denn wir probieren es jetzt mal schnell aus, dann weiß ich nachher auch, was ich dann auspacke, beziehungsweise wieder eingepackt habe, um es nochmal auszupacken. So, das soll nämlich sein, so eine Art Notunterkunft vom österreichischen Bundesheer. Auch original. Hatte ich keine Ahnung, dass es sowas gibt. Die Gebrauchsanweisung, die dem Päckchen beilag, besteht darin, mehr oder weniger, man hängt es zwischen zwei Bäume und kriecht runter. Gut, ich habe es jetzt an den beiden Schlaufen, die es hat, tatsächlich zwischen zwei Bäume gehängt und wäre jetzt bereit, drunter zu kriechen. Ich habe zuerst gedacht, hä, was ist das? Also es war mir wirklich ziemlich rätselhaft, was das genau darstellt. Von daher tut mir leid, dass ich jetzt erst das Was ist es Video drehe und danach das Bedanke mich dafür. Weil andersrum wäre es natürlich lustiger gewesen, wenn ich im Keller hocke und keinen Plan habe, was ich damit tun soll. Ich habe es jetzt inzwischen halt schon, wie gesagt, rausgefunden, ne? Sobald man es an zwei Bäume gehängt hat, wird es einem auch klar, was man damit machen kann. Nämlich, man kriecht tatsächlich drunter. Das ist hier nach unten, das ist so ein Sack. Ne? Das ist kein Tarp in dem Sinn, sondern das ist wirklich ein Sack. Man kriecht da jetzt einfach drunter im Sinne von so.
Zack. Und jetzt könnte ich mich hinsetzen und dann wäre ich weg. Und da kann man total toll Party drunter machen. Klar? Gut. Damit wäre dann auch geklärt, was man damit macht. Genial finde ich das ehrlich gesagt schon. Das ist so eine tolle Idee. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal einen Poncho im Vergleich anguckt. Aber gut, so Vergleiche ziehen, das kann ich ja im Keller machen. Dafür muss ich jetzt nicht im Wald hängen, weil ich muss langsam heim. Fußball, ich mag ja eigentlich keinen Fußball. Aber WM-Spiele, wenn Deutschland spielt, die guck selbst ich. Selbst, also da interessiert selbst mich. Ne? Und deswegen muss ich jetzt heim. Bis gleich im Keller. Mit Zukunfts-Ben. Aus meiner Sicht Zukunfts-Ben, aus eurer Sicht Vergangenheits-Ben. Dann bin ich, nein, ich weiß es nicht. Egal, schreibt es mir in die Kommentare, welcher Ben welcher ist. Ich check's nicht. So, zurück beim Zukunfts-Ben, der jetzt auch das Ergebnis des Fußballspiels inzwischen kennt. Er hat, ja, wenn ich jetzt Fußballfan wäre, hätte ich, glaube ich, ziemlich schlimme Zeiten durchgemacht bei dem Spiel. Aber bin ich ja nicht. So, den Fall Sorge war es relativ entspannt. Wenn man der Vorrunde rausgeflogen wäre, hätte ich mir gedacht, macht ja nichts, hat es eh nicht ein Ende. Oh, böse, 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 böse. Aber war dann doch entspannt, muss ich sagen. Egal. Zwei Sachen, die ich jetzt noch ergänzen kann zu diesem Teil. Erstens, dieser Reißverschluss. Ne? Natürlich lässt er sich nur von innen bedienen, weil man hockt da ja drunter. Man möchte den Reißverschluss aufmachen, damit man unter dem Ding nicht erstickt. Das ist schlicht und ergreifend eine Luftöffnung, dass da ein bisschen Luft reinkommt in das Teil. Relativ coole Idee. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass man dann so einen Reißverschluss einbaut und dann auch noch den Zipperlein nach innen legt. Finde ich wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, diese Dinger hier, da wo die Kordeln dran sind, die sind innen auch noch verstärkt. Die haben da noch so ein, ich krempel das mal geschwind. Ne, ich krempel das nicht um, ich nutze den Reißverschluss und zerre das da mal kurz raus. Geht das? Das müsste doch eigentlich möglich sein. Ja, seht ihr, die sind hier jetzt noch mit so einem festen Gewebe da festgemacht, verstärkt, wie immer man das nennen möchte. Man könnte also auch prima von unten da einfach einen Stock reinpieken in die eine Ecke, dass man diesen Poncho, also dieses Notbiwak über zwei in den Wald gerammte Stöcke einfach drüber schmeißt und die Schlaufen, die außen dran sind, einfach ignoriert und das nur mit Stöcken macht. Würde auch super funktionieren. Wäre unter gegebenen Bedingungen dann teilweise vielleicht sogar noch praktischer. Man könnte zum Beispiel auch zwei Trekkingstöcke nehmen. Also finde ich wirklich cool, erstaunlich multifunktional. Denkt man im ersten Moment ja gar nicht, was, das ist kein Poncho, was soll denn das dann? Ja, aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt als Poncho gearbeitet. Den kann man natürlich auch mal schnell zwischen zwei Bäume hängen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber da kann man da nicht so schön reinkriechen. Da ist man nicht so rundum von allen Seiten vom Wetter geschützt. Und außerdem, wer möchte bitte mit einem Poncho wirklich rumlaufen? Also größere Strecken, auch wenn das geht. Also ich nicht, weil ich schwitze mich darunter derart tot unter so einem normalen, nicht atmungsaktiven Poncho. Selbst bei einem atmungsaktiven Poncho habe ich da so meine Schwierigkeiten. Ich bin da einfach kein Fan von, außer jetzt im tiefsten Winter. Da kann man drüber nachdenken. Aber ansonsten lieber nicht so. Und wenn ich einen Poncho benutze als Regenschutz, was schon mal vorkommt, dann mache ich das meistens so, dass ich den dann anziehe, mich irgendwo hinhock, quasi als Standfigürchen bzw. Sitzfigürchen, hocke mich dann noch auf das Poncho-Material drauf und wickel mich da so richtig schön drin ein und bewege mich nicht, damit ich nicht alles voll siffe und hab Spaß, bis der Regen vorbei ist. So, und das kann man hiermit ja auch ganz wunderbar und sogar noch besser. Und man hat sogar noch mehr Platz und mehr Luftzirkulation und noch diese Belüftungsöffnung, sodass ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass man es da echt für so einen längeren Regenguss, nicht allzu lange, aber so ein Stündchen oder was, könnte ich mir schon vorstellen, dass man unter diesem Teil hocken kann. Hat da natürlich keine Erfahrungswerte. Werde das mal ausprobieren und finde die Idee wirklich relativ cool. Das ist echt mal was anderes und mal wieder ein Gegenstand hat nicht jeder. Ich jetzt schon und deswegen
tippitoppi und da freue ich mich sehr. Gerade so alternativen Kram, das ist natürlich super, das ist wirklich ganz großartig. Ganz ein tolles Geschenk. Und nochmal kurz, vielleicht auch der Vollständigkeit halber, hier zum Shelter-Sheet. Ich wollte schon immer mal eins haben. Ich habe das schon ganz oft mit geliebäugelt, ob ich mir sowas nicht mal zulege. Und jetzt ist das natürlich auch noch ein Original. Ich hatte meistens nur so irgendwelche Nachbauten gefunden, also Mülltech und so ein Kram. Und das wollte ich mir wirklich nicht kaufen. Aber so ein Original, das ist natürlich wirklich ganz super toll. Und da freue ich mich auch wirklich ganz enorm. Also das ist wirklich ganz was Tolles, ganz ein super Geschenk. Könnte ich mir vorstellen, dass das in nächster Zeit zu meinem Lieblingstab avancieren wird, wenn es jetzt nicht ultra leicht sein soll und so weiter. Also das andere, was ich da noch habe, das ist ein Ticken leichter. Aber Flecktarn ist halt dann, als Unterkunft mag ich das total gerne. Nicht als Klamotte, ich will damit nicht in der Landschaft rumlaufen und Leute erschrecken, in Anführungszeichen. Das mag ich gar nicht. Ich persönlich, kann man ja machen, tut ja niemandem weh, aber ich persönlich mag das überhaupt nicht. Aber als Unterkunft, wenn man gerade sich irgendwo mitten in den Wald haut, wo sowieso keiner vorbeikommt, aber man kann das Risiko, dass jemand vorbeikommt, ja nochmal zusätzlich minimieren, indem da wirklich überhaupt niemand merkt, dass da jemand ist. Also so einen gewissen Hang zum Stealth-Camping. Und da können wir jetzt auch noch die Brücke schließen zum Trioxan. Da habe ich schon wirklich. Und da hast du mich ja jetzt wirklich mit viel toller zusätzlicher Ausrüstung in diesem Bereich versorgt, weil meine bisherige Möglichkeit, Stealth-Camping zu betreiben, wenn ich wirklich gar nicht entdeckt werden wollte, war die Bundeswehr-Dackelgarage. Die sieht man auch nicht im Gelände. Gut getarnt ist die. Aber da wiegt eine Hälfte 1,5 Kilo oder noch mehr. Ich glaube sogar zwei. Und das gesamte liegt dann 4 Kilo. Und wenn du dann noch Gestänge mitnimmst, was ich dann nicht tue, so wahnsinnig bin ich nicht. Aber theoretisch, habe ich auch schon mal gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ich laufe nicht weit. Ist gerade egal. Da hat man halt ganz schnell wirklich enormes Gewicht. Für eine richtige Wanderung geht das nicht. Für mal eben im Wald übernachten schon, aber nicht für eine richtige Wanderung. Und dieses Teil, das würde ich auch über eine Mehrtageswanderung problemlos mitschleppen wollen. Also das würde mir überhaupt nichts ausmachen. Und deswegen ganz was Tolles, ganz was Tolles. Und ich bin schon wieder viel zu viel am Labern, aber ist ja nur für den Schenkenden gedacht, möchte ich nochmal betonen. Und der Rest möge sich bitte nicht beschweren. So, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr hier drauf geklickt habt. Ich gehe jetzt schneiden und dann Feierabend machen. Macht's gut. Und danke nochmal.